Willkommen zurück zu Shadowhearts Covenant. Wir sind immer noch im Weinkeller auf der Suche nach zwei Kindern, die von der vermeintlichen Bürgerwehr entführt wurden. Und schauen wir mal, ob wir die nicht hier retten können. So, wollen wir diesen Schalter betätigen? Müssen wir, sonst geht die Brücke nicht runter. Genau. Braucht nicht mehr bedient zu werden. Okay, da geht's nicht weiter. Na los, bleib doch nicht hängen. Oh. Das ist schon wieder gar nicht hier. So, da ist noch ein Schalter. Nicht mal Schalter rätseln, sondern einfach nur betätige den Schalter. Wir sind auch am Anfang des Spiels. Das ist nicht so schwer tun. So. Sieht aus, als ob da auch noch eine Brücke runtergelassen werden kann. So, schließlich auch noch ein Schalter. Müssen wir den auch noch betätigen. Dann nach rechts. Jetzt kannst du unter der ersten Brücke die Tür öffnen. So, da wollen wir erst hin. Heute Brücken. Ja, wir machen es genau nach komplett, damit wir auch jedes Item bekommen, denn in den Weinkeller können wir, glaube ich, nicht mehr, wenn wir einmal durch sind. Das letzte Symbol, was das letzte Item, was es hier gibt. Symbolraum. Was macht denn das? Böser Strahl. Brauche aber 5. Also zum Beispiel noch was für sie. Die ja sonst noch gar keinen Angriffsspell hat. Fangen wir eine Folge mit einem Perfekt an. Wann ist das denn mal zuletzt gegeben? Trifft auf einer Linie 7-mal. Machen wir lieber Heuerfeld. Ich hoffe, das geht auch auf den magischen Skill und nicht auf den physischen. Sonst machen wir wenig Schaden. Nee, ist okay. Ah. Reicht natürlich wieder nicht. Oh. Das reicht. Zumindest das Bonusgeld einzusacken. Sieht's mit Erfahrung aus? Müssen wir noch einen Kampf mitnehmen? Juri noch 30. Nein, wir werden noch einen Kampf machen.
Können wir nach oben durch die Tür gehen? Also, so wie ihr seht, wie ich mich vorbereite, ist dann wohl da oben das Ende des Gebiets erreicht. Und wie es sich für ein anständiges Rollenspiel gehört, steht am Ende des Gebiets ein Endgegner. Gebietsboss, stärkerer Feind, wie auch immer man es bezeichnen will. Ich will zwar sonst keine On-Screen-Grinding-Folgen machen, deswegen machen wir es nur einen Kampf, weil ich da bestimmt 30 Erfahrungen bekomme. Und das reicht ja, um Juri noch ein Level abzugeben. So, aber irgendwie wollen die nicht. Ich wollen, dann lassen wir's. Steht denn da vor uns? Die kennen wir doch auch noch. Das ist der Bürgermeister und Cole. Er atmet und kann da ja nicht tot sein. Versucht verzweifelt vorzugeben, dass er bewusstlos ist. Da sind die Kinder und da ist Veronica von Sapientis Gladio. Joachim! Großer Bruder! Seid ihr beiden okay? Wir holen euch sofort hier raus. Ich wusste doch, dass ihr Idioten früher oder später kommen werdet. Ha, ha, ha. Wer bist du? Ich fürchte, ich habe dem Doofmann von Bürgermeister übel mitgespielt. Ich habe diese beiden als Köder für euch benutzt. Also waren die seltsame Atmosphäre, die wir gespürt haben, von dir, wie? Ich denke mal, jetzt macht euch fertig für eure Bestrafung. Silly outfit. How dare you take my family? I, Joachim, will make you pay for your crimes. Ha! Silly outfit, huh? My name is Veronica, if you must know. But the time for talk is over. Yeah! What is he doing? What's going on? Champion of truth and justice. Grand Papillon! Ready to fight all evildoers! Ja, eine kurze Show-Einlage, jetzt geht's rund. Eins gegen eins, Joachim gegen Veronica. Bossfight. Dürfte theoretisch nicht so schwer sein. Praktisch werde ich mal meine Verteidigung erhöhen. Gucken, wie viel mich das heilt. Pavillon kommt, teilt er ordentlich aus. Denk ruhig meine Magie, das macht mir nichts.
grünen Treppe, aber hier mag ich überhaupt nicht. Oh, was mache ich denn? Unglaublich. Wie schlecht ich mich hier anstelle. Wie lange besiegt haben können. Ja, Veronika, das war's. Not too shabby, masked wonder. No evildoer can stand against my rippling muscles. Well, I hate to get myself all sweaty. Here, I've got a present for you. That looks pretty tough. Come on, we've got to help! Do we really have to get in the middle of this one? Jetzt haben wir Vergnügen für alle. Ich wollte sagen, Joachim voll geheilt, aber nee, ich habe ja durch das Terra-Blatt voll geheilt und dann die MP sind ja weiterhin ziemlich ramponiert. So, was ist dem seine Schwäche? Der heißt Mere Salt und ist schwach gegen Erde. Mal doch was. Was zieht das? Die Kombo sind natürlich nur sinnvoll, wenn ich zwischendurch vergesse, wieder den Ring zu treffen. Ist er wieder nicht der Grand Pavilion. Schieß ihn nach unten. Will ich nicht perfekt treffen, jetzt will ich erstmal nur durchkommen mit der Combo. Halt den Gregor von mir aus noch aus. Combo-Magie zum Abschluss. Wenn ich jetzt wüsste, wer jemand in der Erdzauber ist, wären wir schon gut dabei. Nein, 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 ich treffe am Ende nicht. Das gibt's nicht. Oh, und am Ende verfehle ich die Scheiße. Oh, ich flippe aus hier. Ja. Hat in der letzten Folge am Ende schon so schlecht geklappt. Und jetzt ausgerechnet bei der Kombo-Magie. Irgendwann haben wir dann noch einen langsameren Ring, da kriege ich halt die Prozente wieder hoch. Wir werden die Kämpfe jetzt hier trotzdem schaffen. Wenn ich mich nicht so prickelnd anstelle. Je häufiger da dran ist, desto weniger Boni bekommen wir. Das ist so ein Nachteil an der ganzen Sache.
Hier sollte ich vielleicht den Kombo-Abschlussangriff machen lassen. Also hier der Ring schon langsamer läuft. Oder ich gebe Yuri das Ding. Einfach mehr Kombos machen. Schadenshöhen. Ich kämpfe ja gerade nicht wirklich effektiv. Karen wird bald wahnsinnig. Weil die SPP gleich heilen. Haben können mit der Kombo-Magie. Nicht, wenn ich mich so anstelle. Veronika hätte auch viel eher besiegen können. Das Spiel kann man ja bisher nicht wirklich als schwer bezeichnen. Aber ich sage Joachim als letzten Treffer vielleicht etwas Großes. Reicht noch nicht. Ja, darf noch mal. Darf noch mal eine Lähmung austeilen. Mal ein bisschen Bonus, das ist auch gut. Und ein neues Symbol. Naja, siehst du? Ja, was sehe ich? Es tut mir echt leid. Ich mache sowas nie wieder, versprochen. Und ab heute hältst du dich von der Seemöwe fern, verstanden? Ja, verstanden. Alles, was ihr wollt. Ich verdanke euch allen mein Leben. Warum sollten wir dir glauben? Ich werde meine Raffsucht zügeln und nie wieder jemanden belästigen. Ich verspreche es. Ich wüsste jetzt nicht, warum wir ihm glauben sollten. Ja, okay. Diesmal, wir vergeben dir dieses Mal unter einer Bedingung. Eine Bedingung, ich hoffe, nicht allzu schwieriges. Aru, Aru. Pfui. Bürgermeister. Wir brauchen ein Schiff nach England. Muss ich noch deutlicher werden, oder was? Nein, nein, mein Herr, ich werde alles vorbereiten. Überlasst es nur mir. Ich habe mit Kapitän Mirko gesprochen. Alles ist bereit. Ich bin froh, euch irgendwie helfen zu können. Danke nochmal für unsere Rettung. War mir eine Ehre. Was haben wir neu bekommen? Raum. Quatsch, Salos haben wir neu bekommen. Wo haben wir denn Salos? Hier haben wir Salos. Orkan. Erhöht unsere Geschwindigkeit. Steht ja jetzt unserer Reise nach England nichts mehr im Weg? Wollen wir nicht gehen, sondern nur die Fusion verbessern.
Level. Was Neues gelernt? Nö. Für Carol reicht's noch nicht ganz. Ob wir was verkaufen können, was wir nicht mehr brauchen. Natürlich versuchen wir einen Preisaufschlag. Wo kommen wir denn hin? Dann ist auch wieder Money da. Wobei, ich denke, im nächsten Gebiet können wir vielleicht bessere Sachen kaufen, weil ich jetzt vielleicht mal darauf verzichten, mir hier für irgendwas Geld auszugeben. Andererseits natürlich, den kaufe ich nur mit Abzug. Das heißt, ich muss noch was dazu kaufen, um über 5800 zu kommen. Wenn ich das nicht schaffe, dann erreiche ich jetzt auch den nächsten Rang. Jetzt bekommt Yuri den gegen Nemo und steigert die Angriffskraft den 50% Ringzeiger. Steigere deine Angriffskraft noch. Das wird dir zwar nicht nötig, nicht notwendig, aber ist egal. Jetzt haben wir schon mal einen von diesen Uhren, die auf 50% die Geschwindigkeit senken. Willkommen zu Hause. Willkommen zu Hause, Joachim. Wir wussten, du würdest uns retten. Ah, da seid ihr ja alle. Ich habe auf euch gewartet. Der Bürgermeister kam vorbei und hat sich entschuldigt. Er hat versprochen, den Laden in Zukunft in Ruhe zu lassen. Ich bin erleichtert. Hat er das wirklich gemacht? Ja, hat auch gesagt, er wird den Schatz da unten vergessen. Jetzt kann ich entspannt an das Geschäft denken. Wie leicht er den Leuten glaubt? Wir sind ja so froh, Oma Lot. Und wir bekommen die Schiffsreise, die wir wollten. Ende gut, alles gut. Danke für alles, was ihr getan habt. Ich bete für eine gute Überfahrt. Wenn ihr hier wieder vorbeikommt, besucht uns. Wir würden uns alle so sehr freuen, euch wiederzusehen. Oma, ich muss mit dir reden. Was ist los? Ich fahre mit Ihnen. Was? Ich will reisen und meine Fähigkeiten ausbauen. Wer weiß, vielleicht finde ich ja irgendwo auf dem Weg einen Lehrer. Bist du wirklich sicher, dass du mitkommen willst? In der Stadt gibt es keine Bösewichte mehr. Meine Arbeit ist erledigt. Oma hat mich einst gerettet, als ich wie tot am Rand der Straße lag. Ich bin dankbar, aber jetzt muss ich gehen. Ich erinnere mich daran, als du nur eine sterbende Fledermaus warst, aber es ist ja alles gut gegangen. Also, fahr mit ihnen, werde geschickter und komm zurück, um mir zu zeigen, wie stark du geworden bist. Danke, Oma, danke. Es klingt, als ob sie irgendwann mal als Lehrerin seine Fähigkeiten testet. Du machst Witze, stimmt's? Mit uns zu reisen wird kein Zuckerschlecken. Yuri, du willst ja herausfinden, wer ich wirklich bin, oder? Naja, irgendwie schon, aber wenn du mich mitreisen lässt, erzähle ich es dir vielleicht eines Tages. Verdammter, gut, mach was immer du meinst. Also einverstanden, danke, dass ihr mich mitreisen lasst. Erstmal posen. Was ist denn los, Oma? Da, nimm, das ist für euch alle. Salomon-Schlüssel. Salomon Schlüssel auf der zweiten Seite des Befehlsmenüs aus, jetzt wird eine Karte in deinem Buch angezeigt. König Salomon Schlüssel, lege die Symbole in die richtige Position innerhalb der einzelnen Bereiche und setze die Macht der einzelnen Symbole frei.
Das ist ein Sidequest, wo wir die ganzen Symbole sammeln müssen. Was ist das? Ich habe selbst ein bisschen herumgestöbert und dabei dieses Buch gefunden. Du hast rumgestöbert? Wann zum Teufel hast du denn das gemacht? Ich muss einfach herausfinden, was da unten lag. Aber ich habe nur dieses alte, verrottete Buch gefunden. Ich hoffe auf Wertvolleres, wenn ich ehrlich bin. Das ist also der Schatz, von dem gesprochen wurde. Oh mein Gott, das ist unglaublich. Weißt du etwa, was mit dem Buch auf sich hat, Geppetto? Keine Frage, das ist König Salomons Schlüssel, eines der verlorenen großen schwarzen Bücher. Dieses Buch enthält eine Karte, wo die 72 Dämonen, die König Salomon beschwor, verzeichnet sind. Ihr erinnert euch an die Symbole, die wir auf der Reise gesammelt haben. Symbole? Oh, du meinst diese Dinger, die so absolut nutzlos sind, ja? Diese Symbole meinst du? Du musst nicht schmollen, nur weil du sie nicht ausrüsten kannst. Du bist eben nur ein großes Kind. Pff, halt den Mund. Hey, ich rede ja, Leute. Ich werde jetzt was ganz Wichtiges sagen. Also Ohren aufgesperrt. Man sagt, dass wer die Dämonen in diesen Symbolen richtig platzieren kann, ungeahnte Zauberkraft bekommt. Oh, wir platzieren die Symbole auf dieser alten Karte, stimmt's? Aber wie wissen wir, wo genau wir die Symbole hinlegen müssen? Das ist doch genau die Frage. Vielleicht können wir raten, je nach Vorlieben und Eigenarten jedes Dämons. Aber die Reise vor uns ist lang. Sicher finden wir das irgendwie heraus. Oh, Malo, das ist wirklich ein Schatz. Echt, herzlichsten Dank. Aber ich hoffe doch, ist doch gern geschehen. Ich hoffe, ihr könnt es gebrauchen. War mir eine Ehre. Na gut, viel Glück euch da draußen. Ich bete für euer Wohlergehen. Sünden ist noch nicht frei, die Zaubersee. Okay. Das ist also die gesamte Karte. Hier werde ich dann mal aufschieben gucken. Ich gleich mal aufschreiben. Salomon Schlüssel, dass ich danach mal google, wie wir die Teile anordnen müssen, damit wir hier den optimalen Ertrag erzielen. Natürlich, wenn wir alle 72 richtig angeordnet haben, gibt es dann Bonus-Symbol. So, okay. Der Passionswald. Da haben wir im Endeffekt schon 7. Ich überlege, ob es irgendwelche Hintergründe gibt. Vielleicht ist die Kurve hier der Wald. Sitri. Verführt Männer mit dem Bild einer Frau, die im See schwimmt. Liebt ihre Nachbarn Grimory. Hier ist doch Leute, die im See schwimmen. Hasst Männer und lebt mit schönen Frauen am Seeufer. Oder hier. Oder hier. Lebt nahe Grimory im Nordwald. Na, dann müssen wir das doch nochmal ändern. Ein Rätsel mal selber lösen. Verachte alle Lebens aus Avasago, in dessen Nähe er sein Haus gebaut hat. Weiß alles. Zu Hause im Küstenwald widmet er sich ganz seinen Studien. Liebt romantische Tragödien, die sein Zelt im Wald so. Tragische Komödien. Yeah. Kurieren. Oh, es gibt neue Fähigkeiten, die einzelnen Symbole haben. Ja, gut aus. Wir haben hier jemanden nur 3, brauchen wir aber mehr. Aber auch nur 3. Den haben wir anscheinend noch nichts. Haben wir zumindest einen schon mal ordentlich angebaut. Haben wir gleich ein paar zusätzliche Fähigkeiten bekommen. Hat sich's doch schon gelohnt. Und nun können wir mit dem Schiff nach Wales oder erstmal nach England segeln. Genau gesagt nach Southampton.
Könnte ich ein bisschen ausruhen, während wir den Kanal durchqueren. Eine Wächtergöttin beschützt dieses Schiff. Endlich setzen wir Segel. Seid ihr bereit? Attacke. Nächstes Ziel ist Southampton. Perfektes Wetter. Fett will ab im Urlaub. Ihr wollt nach Wales? Wie? Leider hat der Sturm einen Erdrutsch verursacht und die Straße nach Cardiff verschüttet. Aha. Ja, speichern ein. Aller guten Dinge sind drei. Weiter. Typisch britisches Wetter, könnte man sagen. I thought it might be you. It's been a long time. Huh. It's you. Yes, Cotton. It's been a year. No, longer. How you been? Who is this? Huh? A friend from my Shanghai days. Japanese Imperial Navy. Special Agent Masaji Kato. Yeah. Japanese Imperial Navy? Hey, you're all being so rude. These are your new friends? Quite an interesting group. A lot has happened since we last met. But what about you? You've really changed your look since the last time I saw you. Well, yes. A lot has happened to me as well. It's a tough job, being a diplomat. I just arrived back from New York this morning. And now, because of this storm, I have to cancel my trip to London. Same old Kato. Still following orders, I see. We're in the same situation. A landslide stopped us from going to Wales. Wales? Yeah, Wales. Have you been to Wales before? No, but I've heard a lot about it. It sounds like an interesting place. Nah. There's nothing there at all. Probably just a bunch of weird monsters. You folks want to go to Wales, do you? Yes, that's right. I just came from Rondon. It's west of here. If you go through the mine there, you can go all the way into Wales. Really? Well, yeah. Haben wir doch ein neues Ziel. So, bevor es jetzt weitergeht, werde ich mal schnell googeln, wer Kato war aus Shadow Hearts 1. Das weiß ich gar nicht mehr.
glaube, war ein Charakter gewesen, wenn er zur imperialen Kaiserflotte gehört hat. Ich glaube, das war ein Charakter von Yuri, also ein alter Freund. Gleich mal gucken. Also, ich google mal schnell. Shadow Hearts Vicky Kato. Masaji Kato, genau, den suchen wir. Also ich will mal sehen, was er... Ich will ja mal so Plots, Hinweise und Brückungen zum ersten Shadow Hearts Teil geben, da ich den selbst nie gespielt habe, müssen wir halt mal nachgucken. He's one of Yuri's friends. Im ersten Teil, okay, Moment, Shadow Hearts. In Shadow Hearts. Kato is portrayed as a timid soldier assigned to assist Lieutenant Colonel Yoshiko Kawashima, one of an early antagonist in the game. Okay, am Anfang ist er ein Assistent vom Gegner. Aber da er sich mit Yuri scheinbar gut versteht. Okay, aber später hat er ihm geholfen. Both the Lieutenant Colonel and Kato become friends with Yuri and company and agree to work with him to help to stop the Hui. Okay. Also, seine Freundin, Lieutenant Colonel Kawashima, ist am Ende gestorben. In seinen Armen und er ist mit Yuris Freundin in China geblieben, als Yuri weitergereist ist. Okay. Gut, haben wir auch den die Brücke geschlagen, wer Kato ist. Da war. So, jetzt Sefo, die gerettete Barfly. In Ronda im Westen gibt es eine Mine mit unheimlich viel Kohle und Silber. Er war früher ein lebendiges Plätzchen. Aber dann kam der Krieg. Der Preis für Kohle explodierte und es wurde Tag und Nacht gearbeitet. Und dann kam der Tag des großen Unfalls. Ging so wie Atomkraft, lange gut und dann passiert was, dann will sie niemand mehr haben. Großer Unfall. Ja, eine große Explosion im tiefsten Teil der Mine. Ungefähr 100 Leute waren da unten. Und was war mit der Mine danach? Da ist keiner mehr, absolut verlassen, außer Geistern und Monstern, wie man sagt, treiben sich dort herum. Sorry, dass ich mit Kato nicht mehr wusste, dass der jetzt kommt. Sonst hätte ich das ja vor der Folge schon raussuchen können, was er macht. Also ich habe natürlich... Meine Komplettung steht nicht, was in welcher Cutscene passiert. Das ist relativ spoilerfrei und... Ja. Deswegen konnte ich mich nicht vorbereiten, darauf euch zu erzählen, was jetzt kommt. Sondern musste ich halt mal in der Folge googeln. Ist nicht so schlimm. Wird vielleicht noch öfter passieren, wenn Charaktere von früher auftauchen. Aber manchmal weiß ich auch noch im Vorhinein, welcher Charakter von früher auftaucht. Und dann suche ich das vorher raus. Und da sollen wir durch. Ja, die Geister in der Rondamine werden uns aber nichts ausmachen, oder? Hey, nicht böse werden. Ich wollte euch nur helfen, weil ihr gesagt habt, ihr müsst nach Wales. Kato hat da ziemlich grimmig geguckt, dass er hieß nach Wales. Warum nicht? Tun wir es. Vielleicht kennt er auch Roger Bacon. Halt mal. Bist du nicht schon wieder ein wenig voreilig, Yuri? Das ist der kürzeste Weg, oder? Wir können auch warten, bis das Wetter umschwingt, aber das kann dauern. Es ist eine einzige Chance. Wir wissen nicht, wann die Straße nach Cardiff wieder geöffnet wird. Geppetto, du auch? Hast du Angst vor Geistern, Karin? Angst vor ein paar Weißlaken? Angst? Ich? Was denkst du, wen du vor dir hast? Ich habe, weißt du, der edle Marquis von München ist mein... Ups. Der edle was von wo? Vergiss es einfach. Keine Angst, wenn die bösen Weißlaken auftauchen, verscheuche ich sie. Buh. Willst du eine gesammelt haben? Ob ihr nun geht oder nicht, ich zeichne euch das mal auf der Karte ein. Seid vorsichtig. Sieht nach einer ziemlich großen Mine aus. Na, wenigstens wissen wir jetzt, wo wir als nächstes hin müssen. Du hast dich nicht verändert. Immer noch auf deinen verrückten Reisen. Wie? Sei nur vorsichtig, dass du nicht irgendwann dabei drauf gehst. Ich bleibe noch eine Weile in der Stadt. Soll ich uns nicht anschließen? Hoffe, wir sehen uns nochmal. Bis bald. Ja, bis bald. Was für ein seltsamer Mann. Macht mir ein bisschen Angst. Ja, er hat wohl in letzter Zeit nicht viel Glück gehabt. Ja, wenn seine Freundin vor einem Jahr in seinen Armen stirbt, kann man schon verbittert sein. Okay, ich glaube, wir können uns alle ein wenig ausruhen, bevor es weitergeht.
Juri, bereite du alles vor und sag Bescheid, wenn du fertig bist. Ich werde hier mal ein paar kurze zu mir nehmen. Aber klar doch, wenn du besoffen umfällst, dann bleibst du hier. Geppetto und Karen machen sich gemütlich. Stefan Blankertz. Der Detektiv. Alle schlafen. Juri, komm hierher und sprich ein bisschen mit mir. Gut. Na los, alter Mann, noch ein bisschen. Ich trinke noch einen mit dir, weißt du? Sorry, Karin, aber ich glaube, ich habe echt genug. Mir geht's nicht gut. Und deswegen ist Alice wegen des Vier-Masken-Fluchs. Tut mir echt leid. Ist schon okay. Es war meine Schwäche, die Alice getötet hat. Ich habe aufgehört, mich dafür schuldig zu fühlen. Bringt sie auch nicht zurück. Und ihr habt Leutnant Kawashima verloren, oder? Das Leben hat bei uns beiden übel mitgespielt. Ja, ich konnte sie nicht beschützen. Es ist gerade mal ein Jahr her, aber das von damals scheint schon so weit weg. Also, als alle aus Shanghai abgehauen waren, hat sie jeden Tag von euch erzählt. Sie wollte wohl auch diese Art von Freiheit. Sie war damals die Tochter vom Befehlshaber der japanischen oder chinesischen Truppen von Leutnant Kawashima. Oder von Generalstabschef Kawashima. Habe ich auch noch vorhin mitbekommen beim Lesen. An der Art, wie ich lebe, ist nichts toll. Egal wie hart ich wirken mag, ich verrecke doch wie ein Hund. Juri. Habe einen Fluch auf mir. Ich habe ihn von einem Ding, der heilige Mistel oder so ähnlich heißt. Und ich werde von einer seltsamen Geheimgesellschaft verfolgt. Ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich tue. Einer Geheimgesellschaft? Sie nennen sich Sapientes Gladio. Schon mal davon gehört? Nein. Sehr auffällig. Keine großen Fische, denke ich. Ich halte meine Ohren offen. Wenn ich etwas von Ihnen höre, sage ich es dir. Gut, danke. Ich glaube, ich sollte mal gehen. Weißt du etwas, was du uns mitteilen solltest, Kato? Juri? Ja? Nichts. Sei einfach vorsichtig. Ich sehe dich hoffentlich irgendwann mal wieder. Na klar, sehen wir uns wieder. Die pennen. Hoffentlich haben die nicht unser ganzes Geld jetzt versoffen. Yo. Hast du es gefunden, wonach du gesucht hast? Nein. Nein, hä? Wenn ich hier bin, höre ich eine traurige Stimme wie der Wind. Das ist die Stimme deines Herzens, Juri. Weißt du was? Ich suche dein Glück, Juri. Mein Glück? Ja, das, was Glück für dich bedeutet. Egal, was es ist. Es kann etwas Kleines sein, irgendetwas. Aber ich finde es nirgends. Quatsch. Ich bin glücklich, mir geht es gut. Du musst mir nichts vorspielen. Ich weiß mehr von deinem Herzen als du im Moment, Juri. Erinnerst du dich an die Freundin, die gestorben ist, um dich zu retten? Hä? Ja. Sie starb für dich und nun meinst du leben zu müssen, aber du bist traurig und hast keine Lust am Leben. Das ist es, was dich die ganze Zeit besorgt macht. Vielleicht. Aber mein Leben hat einen Zweck. Rache für dich und die anderen Dorfbewohner. Ich verstehe. Aber wo ist dein Glück, Juri? Muss irgendwo da sein, man sieht es nicht mit bloßem Auge. Haha. Du brauchst nicht den starken Mann zu spielen, ich sehe dein Herz. Wenn du mein Herz siehst, kannst du auch die Zukunft sehen? Nein, alles was ich sehe sind deine Gefühle. Ich weiß nicht, was in der Zukunft passieren wird.
Auch wenn du deine Gefühle verstärkst oder tapfer sein willst, verstehe ich dein wahres Herz. Also keine Show für mich. Du entscheidest über deine Zukunft, stimmt's? Jeez, das fühlt sich an, als gingst du durch meine schmutzige Wäsche. Nein, denk das nicht. Was du über Dinge fühlst, das ist die Wahrheit. Da ist eine Tür, die nicht aufgeht. Ich habe überall geschaut. Ich suche noch etwas weiter. Ach, Mann, ich hätte nie gedacht, jemand würde in meinem Herzen stöbern und mein Glück suchen. Wir sehen uns wieder, Yuri. Auch wenn du traurig bist, vergiss nicht zu leben. Was wollt ihr von mir? Ich habe keine Arbeit und bin reizbar. Lasst mich einfach allein, okay? Der Typen sollte jetzt vorsichtig sein. Ronda ist eine sehr, sehr tiefe Mine. Verlauft euch nicht da unten. Ich trinke nicht, weil es Spaß macht. Bin aus Ronda hergekommen, aber hier im Hafen gibt es auch keine Arbeit. Wo geht's denn jetzt hier raus? Hier, okay. Das Wetter ist wieder besser. Es hat aufgehört zu regnen, aber es wird noch dauern, bis die Straßen auf ist. Mein Urlaub ist wohl Gottes Wille. Ich habe Urlaub, aber ich habe einfach nichts zu tun. Ich habe schon dieses Buch gelesen. Hier, nehmen Sie es. Yeah. Ja, Katrin lernt den Bullenvogel. Leonardos Bär schützt vor Instant Death. Müssen wir jetzt mal nicht aus. Hey, sie haben da etwas fallen gelassen. Oh, danke. Das will ich auf keinen Fall verlieren. Wofür tragen sie eigentlich trockenes Stroh mit sich herum? Trockene Stroh? Ja, ich schätze, das macht für andere nicht viel Sinn. Aber es gibt Menschen auf der Welt, die alles tun würden, um es in die Hände zu bekommen. Sind Sie sicher? Dafür? Wirklich, ich weiß, es ist schwer zu glauben. Vor 10 Jahren war ich ein armer Bauer mit nur einem Strohhalm, aber ich fand jemanden, der ihn haben wollte und tauschte mit ihm. Das wiederum tauschte ich gegen etwas anderes und so weiter. Das ist doch wie bei Hans im Glück und wie auch bei Child of Light gewesen. Man tauscht, also das ist jetzt ein Quest. Wir bekommen Trockenstroh und müssen es im Laufe des Spiels immer weiter tauschen und bekommen am Ende was sehr, sehr Gutes dafür. Nachdem ich das recht oft gemacht hatte, war ich plötzlich jemand mit Status und Besitz, fast ohne es zu bemerken. Das ist unglaublich. Ich schätze, Sie würden ihn dann nicht wirklich nicht gern verlieren. Was? Hier bitte. Nein, Sie haben ihn aufgehoben. Sie sollten ihn behalten. Das ist bestimmt Schicksal. Nehmen Sie den Strohhalm. Mit ein bisschen Glück macht dieser Halm aus Ihnen einen Millionär. Mit ein bisschen Glück, ey. Wieso habe ich das Gefühl, dass mir das auf die Nerven gehen wird? Vielen Dank. Sagen, hier machen wir jetzt mal Schluss und beim nächsten Mal erkunden wir die restliche Stadt weiter und dann gehen wir in die Ronda-Mine. Und brechen nach Wales auf. Das war's, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal.